Hört man mich? Wunderbar. Hallo. Ich hoffe, ich werde es gleich zum Anfang sagen, dass Sie Haggadah bei sich haben. Das ist hilfreich, das ist nützlich, weil wir werden auch viel jetzt mit dem Text arbeiten. Diejenigen, die noch nicht haben, können sich kurz beschaffen. Wir werden sehen, dass das einfacher ist, den Dingen zu folgen heute. Schön, dass Sie wieder zugeschaltet sind. Wir fahren fort mit unserer Trilogie heute und werden versuchen, ein umfassendes Verständnis von dem zu erhalten, was uns durch den Sederabend führt und was uns oft als undurchsichtige Wand erscheint, weil es meistens sehr schnell gesagt wird oder keine klaren Strukturen aufweist und weil wir uns auch oft mit Einzelheiten aufhalten und dabei das Gesamtbild zu verlieren, verlieren könnten. Und das wollen wir heute mal im Vorfeld auf Pesach schon versuchen, gerade zu rücken. So, haben Sie Haggadah vor sich? Wunderbar, sehr gut. Wir haben letztes Mal begonnen, über die Haggadah zu sprechen und über den Sederabend. Und ich erinnere daran, worauf wir hingewiesen haben, dass zwei Punkte ganz zentral durch den Sederabend leiten. Der eine Punkt ist, dass wir die Kinder in den Vordergrund stellen und die Kinder sollen dazu angeregt werden, Fragen zu stellen, neugierig zu sein. Und deswegen machen wir ganz vieles ganz anders und stellen uns und den ganzen Abend auf den Kopf, um dies zu bewerkstelligen, bewirken, dass die Kinder sich interessieren, dass die Kinder angeregt werden, zu verstehen, da ist was nicht normal, das ist völlig ungewöhnlich und was ist da los? Und damit sie dazu angeregt werden, das sind Dinge, die dann besonders bei den Kindern auch ankommen, mit allen Sinnen zu erleben, dass dieser Abend eben kein gewöhnlicher Abend ist und dass Manishtana nicht nur ein kleiner Punkt im Sederabend ist, sondern eigentlich die Hauptaussage, Manishtana, was ist heute völlig anders als sonst? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den wir herauskristallisiert haben, den wir heute auch wieder antreffen werden, das ist, dass wir versuchen, an diesem Abend den Auszug aus Ägypten zu erleben. Es reicht uns nicht, darüber zu erzählen, sondern wir wollen uns in ihn hineinversetzen. Und da haben wir auch letztes Mal aufgehört. Ich möchte gerne nochmal zurückkehren zu den vier Söhnen. Ich werde jetzt versuchen, hier ein Bild hochzuladen. Ich hoffe, Sie können es sehen. Was Sie hier vor sich sehen, können Sie sehen? Ja, wenn wir ein bisschen erschreckt sind von dem ganzen Buch, das uns oft begleitet durch den Sederabend, dann schauen wir uns doch dieses Blatt an. Das ist eigentlich fast die ganze Haggadah. Ja, das ist das, was uns oft so erschreckend aussieht. Und wenn wir es einfach nur durchlesen würden, dann würden wir es in einer Viertelstunde durchhaben. Und wie wir sehen können, gibt es ja auch Strukturen. Aber davor wollen wir kurz zurückgreifen, wo wir letztes Mal waren. Wir haben über die vier Söhne gesprochen. Es gab noch einen interessanten Punkt, zu dem ich angeregt wurde diese Woche. Und zwar, wenn wir die vier Söhne etwas genauer beleuchten. Und ich möchte dazu raten, die eigene Haggadah zu Rate zu ziehen und die vier Söhne aufzuschlagen. Keneged arba'a banim dibra Torah. Das ist normalerweise noch im vorderen Teil der Haggadah. Hier, wie Sie sehen, wenn wir mit Magid beginnen, ganz oben rechts beginnt Magid, Halach Ma'anya, und dann ist es immer noch in derselben Sparte, im selben Spalte rechts, Keneged arba'a banim dibra Torah, gegenüber vier Söhnen spricht die Torah. Und da kommen dann die vier Söhne. In den meisten Haggadot sind auch schöne Bilder zu den vier Söhnen zu sehen. Und wir treffen den Chacham, den Weisen, das kluge Kind dann, und den Rasha, den Bösewicht, den Tam, den Einfältigen, und Shenoyo der Lishol, der nicht zu fragen versteht. Ich glaube, wir haben das letzte Woche schon berührt. Immer beim Pesach haben, wenn man versucht, die vier Kinder einzubeziehen, gibt es ja eine kleine Schwierigkeit. Weil wenn man dann fragt, wer von den Kindern ist der Chacham? Da sind natürlich alle dabei. Und dann kommt die Frage, ja, und wer ist unser Rasha? Und dann sind plötzlich alle ganz leise. Keiner möchte den Part des Bösewichts übernehmen.
Und keiner möchte als Einfältiger dastehen. Und deswegen, diese Kinder, die treffen wir weniger an unserem Seder-Abend dann, aber hier in der Haggadah sind sie vertreten. Ganz politisch unkorrekt, wie sie hier bezeichnet werden. Und auch, wie kommen wir überhaupt zu diesen vier Söhnen? Das beruht auf vier Sätzen in der Tora. Viermal wird beschrieben, wie man seinen Kindern über den Auszug aus Ägypten erzählt. Und beim ersten Kind, beim Chacham, da lesen wir, das ist aus dem Buch Dvarim, Chacham Mahu Omer, was sagt der Weise? Mai dort bachukim amishpatim ashatziva Hashem Elokeinu etchem. Was sind diese Gesetze, die Rechtsvorschriften und so weiter, die Gott uns euch befohlen hat? Was ist die Antwort, die der Chacham der Weise kriegt? Wir beginnen ihm zu erklären alle Gesetze bis hin zum letzten Gesetz, dass man nach dem Pesach nichts mehr genießen soll. Ein Mafdrinacher Pesach afikoman. Das heißt, ein Weiser, er fragt schön, wir geben ihm viel Antwort und alles wunderbar. Manchmal wünschen wir uns, dass unsere Kinder genauso wie diese Weisen sind. Aber dann kommt der Bösewicht. Und wie, woran erkennen wir den Bösewicht? Er sagt, Rashama Womer, was sagt der Bösewicht? Ma avoda azot lachem. Was ist dieser Dienst für euch? Und was sagen wir? Sagt der Balagada, schau mal diese Frage an. Lachem velolo. Er sagt euch. Und damit schließt er sich selber aus. Velolo. Und er selber nicht. Euch ist dieser Dienst, aber mir nicht. Und deswegen, Olef Fischo, zieht das Momina Klal, Kafar Beikar. Weil er sich selber ausgeschlossen hat aus der Gemeinschaft, deswegen ist er ein Ketzer. Kafar Beikar, er hat die Grundlage geleugnet. Und deswegen, Avataha Kejinaf, mache seine Zähne stumpf. Also wir sind nicht sehr zimperlich mit diesem Rasha, weil er offensichtlich Grenzen überschritten hat. Diese Woche wurden mir viele Fragen gestellt. Im Vorfeld zu Pesach kriege ich sehr schön viele Fragen, was mich immer freut. Und eine der Fragen war, was unterscheidet eigentlich zwischen dem Bösewicht und dem Waisenkind? Herr Chacham, der Weise, was hat er gefragt? Er hat gefragt, was sind diese Gesetze und so weiter? Etchem, für euch. Bei ihm haben wir nicht gesagt, oh, der schließt sich aus der Gesellschaft aus. Oh, der meint nicht sich selber, sondern nur die anderen. Aber hat denselben Wortlaut verwendet, hat auch gesagt, etchem, euch. Warum sagen wir nicht bei ihm wie beim Rasha, lachem, du hast euch gesagt und nicht dich selber gemeint, deswegen schließt er sich aus. Gute Frage. Kann man fragen. Was denken Sie, worin erkennen wir den Unterschied zwischen dem Chacham und dem Rasha? Ich denke, weil er über die Gesetze wissen wollte und der andere will nichts wissen. Und woher sehen wir das? Wir haben nur die Worte, die Sie sagen. Wie können wir das an der Frage erkennen? Ja, er weiß nicht mal, was das, warum sitzen da alle und etwas machen. Weiß nicht. Ist ein guter Ansatz. Ein guter Ansatz. Gibt es noch andere Ansätze? Ein Ansatz ist, es fehlt ein Wort beim Rasha, beim Bösewicht, welches beim Chacham, beim Waisenkind vorkommt. Und zwar Elokeinu. Der Weise, er fragt, was sind diese Gesetze, die der Ewige, unser Gott, euch befohlen hat? Das heißt, die Grundlage für den Weisen ist, er sagt, unser Gott. Er sieht in Gott zuerst mal die Grundlage. Und deswegen ist er Teil davon. Demgegenüber der Rasha, der hat Gott überhaupt nicht erwähnt. Was ist dieser Dienst für euch? Deswegen fehlt ihm diese Grundlage. Das ist eine mögliche Antwort, aber der Bala Kedat Yitzchak, Rabbi Yitzchak Arama, hat im 14., 15. Jahrhundert in Spanien gelebt und er verwirft diese Erklärung und sagt, das ist nicht genug, weil es könnte ja sein, dass das weise Kind zwar Gott als Gottheit anerkennt, aber nicht daraus den Schluss zieht, dass die Gesetze für ihn verbindlich sind. Und deswegen, nur zu sagen, Elokeinu ist noch kein Ansatz, was ihn zu einem weisen Kind macht.
Und deswegen, sein Ansatz ist ganz ähnlich wie der, den wir gerade gehört haben von Sura. Sura, richtig? So steht es hier. Sura. Ja, Sura, ja, auf Hebräisch wäre ich Sarah, aber das ist auf Jiddisch. Auf Jiddisch, Sura von Sarah, okay. Ja. Also, was Sie gesagt haben, das ist tatsächlich der Ansatz von Balak da. Er sieht es in den Worten. Er sagt, schauen wir uns an, wie das weise Kind die Frage formuliert. Er erkundigt sich nach all den Einzelheiten. Er sagt, was sind diese Zeugnisse und diese Gesetze und diese Rechtsvorschriften? Das heißt, er möchte in die Tiefe eintauchen und deswegen nehmen wir ihn genau dahin mit und beginnen ihm alles zu erklären. Aber der Bösewicht, der sagt, was soll dieser Ding für euch? Wir können das raushören aus seinen Worten, dass er hier eigentlich nur die Absicht hat, das zu beschämen. Also was soll das für euch, dieser Dienst? Und darin können wir erkennen, dass er sich selber ausschließt daraus und das sind aus der Formulierung heraus zu erkennen. Aber eine weitere sehr schöne Erklärung habe ich bei Nechama Leibowitsch gesehen, in ihrer Erklärung zu Haggadah. Und wie es so ihre Art ist, sie begnügt sich nicht mit dem, was wir offensichtlich hier sehen, sondern sie geht zu der Quelle. Und bei der Quelle, das sind ja Sätze aus der Tora, die ja zitiert sind, wie wir mit unseren Söhnen sprechen. Und in den Quellen ist noch ein Unterschied ersichtlich. Und zwar bei dem Satz, welcher einleitet, dass der Weise seine Frage stellt, das weise Kind, dort steht, Vayakish alecha vincha machar lemor ma haidot bachukim amishpatim vashatzivah Hashem Elokeinu etchem. Es wird sein, wenn dein Sohn dich morgen fragen wird, was sollen all diese Rechtsvorschriften? Demgegenüber beim Rasha steht es anders. Dort steht, Vayaki yomru alechem benechem ma avoda zot lachem. Es wird sein, wenn da eure Kinder euch sagen werden, sagt Nechama Leibowitsch, das ist der Unterschied zwischen dem weisen Kind und dem Bösewicht. Wenn das kluge Kind es fragt, Yish alcha, wenn dein Kind fragen wird, wenn man eine Frage stellt, möchte man Antworten kriegen. Da möchte man erfahren. Und das macht ein Kind zu einem weisen Kind, zu einem klugen Kind, dass es Fragen stellt und sich wirklich wahrhaft interessiert. Demgegenüber, der Bösewicht, der fragt nicht. Kiyomru alechem benechem, wenn eure Kinder euch sagen werden, er kommt, stellt eine Aussage hin, lässt sie so stehen. Er möchte einfach nur seines gesagt haben, interessiert sich nicht für andere Sichtweisen. Er stellt keine Fragen, ihm ist alles klar. Das ist ein Bösewicht. Das ist einer, der sich selber ausschließt und der denkt, dass er die Weisheit mit Löffeln gegessen hat und alles bei ihm ist. Ein solcher muss zuerst mal die Zähne stumpf machen und ihm aufzeigen, dass er noch nicht die ganze Welt begriffen hat. Und deswegen, wenn jemand fragt, ist das schon mal auf der guten Seite. Wenn jemand sich interessiert, wenn jemand wirklich erfahren will, das ist schon mal der Ansatz, der nicht zum Bösewicht führt, sondern zur Klugheit. Ein sehr, sehr interessanter Ansatz. So war, wenn wir uns die Realität anschauen und sehen, manche Leute, denen geht es darum, einfach nur zu sagen, was sie denken. Und andere wollen wirklich erfahren, wollen sich austauschen, wollen andere Sichtweisen kennenlernen. Wir gehen weiter. Wir haben uns damit befasst, warum beginnen wir den Zederabend nicht schon am Anfang vom Nissan, also jetzt zum Beispiel in dieser Woche. Warum warten wir bis zum 15. Nissan, Mitte des Monats? Und die Erklärung wird hier in der Haggadah gebracht, denn wir wollen das erleben, wie es ist, wenn Matzah und Maror vor uns liegen und wir an demselben Abend uns befinden, als unsere Vorväter in Ägypten waren und darauf gewartet haben, aus Ägypten auszuziehen, und dieses Erlebnis mit uns nehmen. Nicht nur es als Erzählung darlegen, sondern es vor uns sehen. Matzah und Maror, das sind wichtige Bestandteile. Und dann beginnen wir, bei uns in der Kopie sind wir in der zweiten Spalte angekommen, oben mit Chila Ovdei Avodah Zarah Hayu Avoteinu. Am Anfang waren unsere Vorväter Götzendiener. Bevor wir zu diesem Part zurückkommen, möchte ich gleich übergehen zum mittleren Teil. Und hier Zeulmad. Zeulmad, das ist wieder eine Passage weiter. Geh raus und lerne, Mabikesh Lavan Aramil Asot Leakov Avinu. Was wollte Lavan der Aramäer, unserem Vorvater Jakob, antun?
Warum? Was wollte er antun? Das führt Balak da aus. Derjenige, der die Haggadah verfasst hat, er beschreibt, Sheparo lo gazar el al azcharim. Paro wollte nur die männlichen Nachkommen bestrafen. Velavan, oder hat über sie das Urteil verhängt. Velavan bikesh lakor et hakol. Lavan aber, der wollte alles ausreißen. Das ist eine erstaunliche Aussage hier zu Beginn des Sederabends. Erstens mal, wir stellen hier zwei Bösewichte gegenüber und wir vergleichen sie miteinander und wir kommen zu einem erstaunlichen Schluss, nämlich, dass der Paro, der es tatsächlich durchgeführt hat, die männlichen Neugeborenen, also unschuldige Babys, massenweise in den Fluss werfen zu lassen, um ein Volk zu vernichten und das auch ganz deutlich so gesagt hat, der ist im Verhältnis zu Lavan fast schon ein Lamm. Das ist, was die Haggadah uns hier sagt. Schau mal, wie böse Lavan ist. Denn Paro hat ja nur über die Männlichen sein Urteil gefällt und verhängt. Und Lavan wollte alles ausreißen. Lavan ist also viel schlimmer gewesen als Paro. Diese Aussage ist erstaunlich. Was macht Lavan zu einem so üblen Bösewicht, dass er selbst gegenüber den Paro verblassen lässt und ihn in die Ecke stellt, wenn es darum geht, böse zu sein? Lavan, offensichtlich können wir gar nicht erkennen, was er Böses antun wollte. Ja, war ein Schwindler. Ja, war kein frommer und gerechter. Ja, war nicht selbstlos. Er hat immer seine eigenen Interessen im Auge behalten und sich darum gekümmert. Aber von da bis hin zur Aussage, dass er ein schlimmerer Bösewicht war als Pharao, und dass er noch Schlimmeres beabsichtigt hatte, finden wir dafür eine Grundlage. Tatsächlich, wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sehen wir eigentlich nicht klar. Lavan, das Einzige, wo er auffällig schlimm wird, ist, als er dem Jakob nachrennt. Jakob muss vor ihm fliehen, möchte ins Land Israel zurück mit seiner Familie. Und Lavan rennt ihm nach und er wird im letzten Moment noch von Gott verwarnt und darauf hingewiesen, dass er Jakob nichts Böses antun darf. Und als dann Lavan Jakob schließlich erreicht, da kommt es zu einem Showdown. Die beiden haben harte Diskussionen miteinander. Aber am Ende sagt Lavan eigentlich Sätze, die auf der Hand liegen. Und er sagt, schau mal, was denkst du, was hätte ich tun sollen? Ich war einfach traurig darüber, dass ihr so gegangen seid. Das sind meine Töchter und die Kinder sind meine Kinder. Und alles, was du siehst, gehört mir. Und was soll ich denn für sie noch tun, wenn ihr jetzt einfach weggeht? Und eigentlich sind das wahre Worte. Ja, wir hätten annehmen können, dass Lavan gegenüber der Familie von Jakob etwas Böses hätte tun wollen, wenn das doch seine eigene Familie ist. Das sind seine Töchter, das sind seine Enkel. Und wir haben nirgendwo einen Hinweis, dass er diesem wirklich etwas Böses antun wollte. Also was meint hier der Verfasser der Haggadah damit, dass Lavan noch schlimmer gewesen sei als Pharao? Schwere Frage. Eine Erklärung zielt darauf ab, was war die Absicht von Lavan? Was wollte er bezwecken? Lavan hat ganz offensichtlich eigenes Interesse gehabt. Sein Interesse war, dass Jakob weiterhin bei ihm bleiben würde, weil er davon große materiellen Segen hatte. Das sagt er auch offen. Als Jakob zum ersten Mal schon wegziehen wollte, nach 14 Jahren Arbeit bei ihm, sagt ihm Lavan, hör mal, ich habe so viel Segen erhalten, so viel Gutes erlebt durch dich, bitte bleib noch ein bisschen bei uns. Und Jakob lässt sich beim ersten Mal erweichen. Wir sehen auch beim zweiten Mal, als dann Jakob wirklich flieht und Lavan ihm nachrennt, da möchte Lavan eigentlich, dass Jakob bei ihm bleibt. Und das ist das große Problem, das hier zum Vorschein kommt, nämlich, dass Lavan wollte, dass Jakob Teil von seiner Geschichte wird, von seinem Leben, von seiner Familie. Und das sagt er auch. Er sagt, schau mal, die Töchter sind meine Töchter, die Enkel sind meine Kinder, das alles gehört mir. Das heißt, Lavan hat Jakob nicht als eigenständige Person gesehen, sondern als einen Zusatz für seinen eigenen Reichtum und für seine eigene Familie und um seine Stellung
zu stärken innerhalb von seiner Welt. Wäre Jakob bei Laban geblieben, dann wäre der ganze Weg, der mit den Vorvätern begonnen hat, mit Abraham und Yitzhak und mit Jakob seinen Fortsatz hatte, nämlich, dass hier eine Sippe und eine Familie dazu auserwählt war, zu einem ganz besonderen Volk zu werden, mit einer Botschaft, die in alle Ewigkeit reichen wird, mit einem neuen Maßstab und Vorschriften. Dieser ganze Weg wäre gekappt worden, er wäre unterbrochen worden, denn Jakob, anstatt nach Israel zurückzukehren und dort diesen Weg fortzusetzen, das Haus Gottes zu errichten und den Weg zu gründen, um den damaligen Unsitten, die überall Brauch waren, mit Götzendienst und mit Rücksichtslosigkeit auf andere Menschen, um dem ein Ende zu bereiten, das alles wäre unterbrochen worden, denn Jakob wäre einfach bei Laban zugezogen und noch eine Zusatz gewesen. Und das sagt der Balagada. Er weist darauf hin, dass es nicht reicht, nur aus Ägypten auszuziehen, sondern wir sollen erkennen, dass darin die Größe der Geschichte liegt, dass eine Aufgabe damit verbunden ist, die Aufgabe, Werte in die Welt zu setzen, die die Welt verändern. Die Wunder in Ägypten sind nicht einfach so geschehen, weil das jüdische Volk Gott besonders nahe war, sondern weil sie eine Aufgabe übernehmen sollen. Das ist, was auch Gott zu Moschee sagt, am brennenden Dornbusch. Das soll dir ein Zeichen sein. Nachdem ihr aus Ägypten auszieht, kommt ihr wieder an diesen Berg. Und hier werdet ihr die Tora erhalten und die 10 Gebote und die ganzen Vorschriften. Und es wird euch noch vieles erwarten, was euch zu einem besonderen Volk macht. Und das ist hier der Hinweis, dass Laban, auch wenn er vielleicht physisch Jakob nichts antun wollte, aber er hätte alles ausgerissen, nicht mal aus Boshaftigkeit, wahrscheinlich einfach nur aus bloßem Eigeninteresse, aber er hätte es fertig gebracht, dem jüdischen Volk einen größeren Schaden zuzufügen als selbst Pharao, dadurch, dass er es von seinem Weg abgebracht hätte. Im Weiteren, ein weiterer Punkt, den ich hier gerne ansprechen möchte, nachdem wir nun diese Einleitung hatten, beginnt der Balagada, der Verfasser der Agada, mit dem zentralen Teil. Und der zentrale Teil besteht aus 4 Sätzen. Und Sie sehen sie hier auch vor sich und bestimmt auch bei sich in der Agada können Sie sie erkennen. Hier sind sie fett gedruckt. Und zwar der erste ist mit der Klammer Dvarim Kafwaf. Da sehen wir 4 Sätze aus dem Buch Dvarim, 5. Buch der Tora, Deuteronomium, in dem beschrieben wird, Harami Oved Avi, Vayered Mitzrayma, Vayagosham im Temaat, Vayisham Legoi Gadola zum Varav. Ein Aramäer wollte meinen Vater vernichten und er ging nach Ägypten und er lebte dort mit kleiner Zahl und er wurde dort zu einem mächtigen Volk. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Satz, das ist der nächste fettgedruckte Satz hier. Vareo Tana Mitzrim und die Ägypter wollten uns Böses tun und sie haben uns gepeinigt. Und sie haben uns schwere Arbeit auferlegt. Und weiter unten der dritte fettgedruckte Satz. Wir haben zu Gott, zum ewigen Gott unserer Väter aufgeschrien. Und Gott hat unsere Stimmen erhört und unsere Pein gesehen. Und dann zum 4. Satz, dritte Spalte oben. Und Gott hat uns aus Ägypten rausgeführt mit starker Hand, mit erhobenem Arm, mit großer Ehrfurcht. Und mit großen Zeichen, und das sind 4 Sätze, die der Kern der Haggadah ausmachen. Und auf diese 4 Sätze basierend beginnen wir, die auszulegen und jedes Wort zu interpretieren und zu verstehen, was ist damit gemeint. Was ist gemeint, dass sie nach Ägypten runtergezogen sind? Was ist damit gemeint, dass sie gepeinigt wurden? Wieso wird das mit verschiedenen Worten beschrieben? Und welche Wunder sind da geschehen? Und wie hat das Gebet stattgefunden? Und jede Sache wird bis ins Detail ausgelegt. Das ist der Kern der Haggadah. Das ist der Kern der Schilderung des Auszugs aus Ägypten. Und eigentlich ist das sehr erstaunlich. Denn wenn wir über den Auszug aus Ägypten berichten wollen und davon erzählen, dann haben wir viele, viele Kapitel im 2. Buch der Tora, im Buch Schmott, wo es beschrieben ist, wie das jüdische Volk in Ägypten war, wie es unterdrückt wurde, wie es schwere Arbeit leisten musste,
wie Gott Mosche geschickt hat und damit Paro diskutiert hat und schließlich Paro nicht nachlassen wollte und die Plagen gekommen sind, noch eine Plage und noch eine Plage. Und wir haben ungefähr die ersten 12 Kapitel, die nur, oder noch mehr, 13 bis 14 Kapitel, ganze Kapitel beschreiben uns, wie die Sklaverei in Ägypten und Auszug aus Ägypten ausgesehen haben. Anstatt auf diese Schilderung zurückzugreifen in der Haggadah und sie einfach wiederzugeben, hier, erzählt es, erlebt es, beschreibt es nochmal. Stattdessen nehmen wir 4 Sätze aus dem Buch Dvarim, ganz anderer Zusammenhang, hat nichts mit der Schilderung des Auszugs zu tun, nur hier wird kurz erwähnt, dass wir in Ägypten waren und aus Ägypten ausgezogen sind und beginnen die auszulegen, als ob sie die einzige Schilderung vom Auszug aus Ägypten in der Tora wäre. Warum? Warum haben wir nicht auf die Schilderung selber zurückgegriffen? Eine interessante Erklärung dazu finden wir, wenn wir berücksichtigen, wie kommt es überhaupt zu dieser Schilderung dieser 4 Sätze? Wir befinden uns im 5. Buch der Tora. Das 5. Buch der Tora wurde im Monat vor dem Einzug des jüdischen Volkes ins Land Israel gesagt. Das ist die Abschlussrede von Mosche. Und einer der Dinge, er bereitet das Volk auf den Einzug ins Land vor. Und einer der Dinge, die da beschrieben wird, im 26. Kapitel, wie vor uns, das ist, wenn ein Landwirt, ein Bauer, die Erstlingsfrüchte einholt, dann soll er sie nach Jerusalem, nach Jerusalem bringen, zum Tempel. Und dort soll er sie dem Kohen, dem Priester bringen. Sie schwingen diese Früchte gemeinsam. Und dann spricht der Landwirt diese 4 Sätze. Und noch ein bisschen mehr. Es geht noch ein bisschen weiter. Warum greifen wir auf diesen Landwirt zurück, um den Sederabend zu erleben? Das hat wieder mit dem Punkt zu tun, den wir vorhin erwähnt haben, nämlich wie erleben wir den Auszug aus Ägypten an diesem Abend? Wenn wir einfach nur die Schilderung aus dem 2. Buch der Tora nehmen würden, dann würden wir uns so fühlen wie an jedem Schabbattisch, an dem wir über die Parasha, über den Wochenabschnitt erzählen. Und wir erzählen über Abraham und über Sarah und über Yitzhak und Rivka und über Jakob, über unsere Vorväter und über die 12 Stämme. Und wir erzählen darüber, wie sie nach Ägypten gekommen sind und wie sie aus Ägypten ausgezogen sind. Das alles erzählen wir. Das alles ist ein Teil der Geschichte. Aber am Sederabend sollen wir nicht einfach nur Geschichte erzählen. Das ist nicht der Punkt von diesem Abend. An diesem Abend sollen wir den Auszug erleben, als ob wir selber jetzt gerade in Ägypten sind und aus Ägypten ausziehen. Kein anderer bringt das fertig wie dieser Landwirt. Dieser Landwirt, der gerade ungefähr 1000 Jahre oder 1500 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten in Israel aufgewachsen ist. Stellen wir uns vor, was war vor 1500 Jahren? Das war tiefes Mittelalter oder noch Antike. Jemand, der einen Bezug dazu hat, was damals geschehen ist? Unser Landwirt steht 1500 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten als freier Mann im Land Israel in einem erfolgreichen, starken Königreich. Mit seinen Händen bearbeitet er sein Land. Er pflügt es, er sät es, er erntet und er investiert. Und nun kriegt er die Früchte. Was macht dieser Mann? Hoch erhobenen Hauptes geht er zum Tempel nach Jerusalem, bringt die Früchte zum Kohen und er sagt ihm, und das sind seine Worte, mein Vater ist nach Ägypten gegangen und wir wurden dort zu einem großen Volk. Und die Ägypter haben uns unterdrückt. Vayareu otanu amitzrim, vayanunu. Sie haben uns Böses angetan, sie haben uns gepeinigt. Und wir haben zu Gott geschrien, vor Schmerz. Und Gott hat unsere Stimme erhört und hat uns aus Ägypten rausgenommen. Die Betonung hier ist, dass dieser Landwirt imstande ist, selber vor seinem geistigen Auge gerade jetzt aus Ägypten auszuziehen. Er versteht, dass alles, was er und seine Leute erreicht haben, diesen tollen Staat, dieses tolle Königreich, die Landwirtschaft, blühende Wirtschaft, Technologie, Fortschritt,
Das alles haben wir nur erreicht, weil wir aus Ägypten gezogen sind. Und weil Gott uns erlöst hat aus einer elenden Situation, aus der wir selber niemals rausgekommen wären. Das ist uns passiert. Ich stehe jetzt hier im Verdienst von diesem Ereignis, das Teil von mir ist. Und das ist nicht irgendeine Vergangenheit, das begleitet mich. Das ist Teil von mir seit Anbeginn und hat das aus mir gemacht, was ich bin. Das ist, was der Landwirt sagt und das ist das, was wir jedes Jahr von Neuem sagen. Egal in welcher Situation wir uns befinden. Wir tun es, weil wir aus Ägypten ausgezogen sind und weil uns Gott auf diesem Weg begleitet. Das sind wir, die das erlebt haben. Nicht unsere Vorfahren, nicht vor langer Zeit, nicht irgendwo in irgendeiner Ferne, wo es mit uns nichts zu tun hat und uns nicht berührt. Wir selber waren da. Und deswegen nimmt uns der Landwirt an die Hand und mit ihm zusammen gehen wir jetzt nochmal aus Ägypten raus und verstehen, wie wir zu dem gekommen sind, was wir heute in der Hand haben und wo wir noch hinwollen. Nun kommen wir zu der Frage, die uns eigentlich am meisten hier beschäftigt. Wie ist dieses ganze Gebilde der Haggadah überhaupt aufgebaut? Weil es scheint so ein Knuddel zu sein, undurchsichtig. Wir beginnen mit Manishtana, mit Fragen. Wir beantworten die Fragen, aber die Maino. Dann gehen wir plötzlich zu den vier Kindern über und dann erzählen wir von unseren Vätern, die Götzendiener waren. Und dann kommen wir zu diesen vier Sätzen und schließlich die 10 Plagen. Und über die 10 Plagen berichten wir auch sonderbar. Wir beginnen dort darüber zu debattieren, wie viele Plagen die Ägypter wirklich gekriegt haben. Waren es 50, waren es 200, waren es 250? Und so langsam arbeiten wir uns durch den Seder, durch die Haggadah und verstehen nicht wirklich, was dahinter steckt. Vor einem Jahr habe ich einen großartigen Shiur dazu gehört und das Resultat davon liegt eigentlich die ganze Zeit schon vor Ihnen, wie die Haggadah im Grunde genommen aufgebaut ist. Es gibt eine magische Zahl, die uns durch den ganzen Sederabend begleitet. Welche Zahl kommt besonders häufig vor? Sie können es mit den Fingern zeigen. Aber. 4. Das ist richtig. 4 kommt besonders häufig vor. Wir haben 4 Becher Wein. Wir haben 4 Söhne. Wir haben 4 Fragen. Wir haben immer wieder die Zahl 4, die da und dort auftaucht. Dann sagt der Rav Rimon, auch die ganze Haggadah beruht auf 4. Nämlich 4-mal ein Ablauf, der uns beim Auszug aus Ägypten behilflich sein soll, die wirkliche Bedeutung von diesem Auszug zu verstehen. Jeder dieser Abläufe hat dasselbe Schema. Er beginnt mit Fragen, er geht weiter mit Schilderung und Antwort und er endet mit einem dritten Teil, nämlich Gott zu loben und zu danken. Und das ist es, was hier passiert, und zwar auf verschiedene, 4 verschiedene Arten und Weisen. Das allererste haben wir rechts oben. Es beginnt zuerst mal mit Manishtana. Violett, können Sie die Farben erkennen? Rechts oben violett, lila, das ist, sind die ersten Fragen, Manishtana, die bekanntesten Fragen. Was beinhalten diese Fragen? Die Kinder stellen sich hin und beginnen sich zu wundern, warum sehen sie hier vor sich Dinge, die anders sind als sonst. Sonst essen wir Brot, jetzt Matzah. Sonst essen wir allerlei Grünzeugs, jetzt nur noch Maror. Sonst sitzen wir aufrecht, jetzt sitzen wir angelehnt. Das heißt, es sind physische Unterschiede, die uns vor Augen geführt werden und die zu Fragen anregen. Was ist die Antwort darauf? Orange auf der rechten Seite. Avadim ha'inu lefaro b'mitzrayim. Die Schilderung, wir waren Knechte in Ägypten, wir sind aus Ägypten ausgezogen. Ihr stellt fest, dass physische Unterschiede da sind, weil physisch haben wir uns enorm verändert in dieser Nacht. Wir waren davor Sklaven, Knechte, und danach wurden wir durch Gottes Hand zu freien Menschen. Das ist die Antwort. Und nachdem wir diese Antwort erörtert haben, kommt das Lob auf der rechten Seite in der Mitte, hellblau. Man kann es vielleicht nicht ganz erkennen, aber es heißt dort, Baruch HaMakom Baruch Hu, gesegnet sei Gott, gesegnet ist er. Gesegnet ist er, der im jüdischen Volk die Tora gegeben hat. Gesegnet ist er.
Damit ist dieser erste Teil abgeschlossen. Die physischen Fragen, die physische Schilderung des Auszuges aus Ägypten und das Lob dafür. Und nun kommt der zweite Gang. Das zweite Mal, dass wir Fragen stellen, sind die vier Söhne. Die vier Söhne, auch die stellen Fragen. Haben wir damit begonnen heute. Das weise Kind hat eine Frage. Der Bösewicht hat eine Frage. Der Tam hat eine Frage. Wir stellen wieder viele Fragen. Aber dieses Mal sind es andere Fragen. Die Fragen gehen nicht darum, was ist heute physisch anders, sondern er möchte die Spiritualität erfassen. Was sollen diese Gesetze? Was haben sie zu bedeuten? Der Bösewicht mit seiner Zynik, was soll dieser ganze Dienst eigentlich? Der Tam möchte wissen, Masot, wohin führt uns das Ganze? Die Frage nach der Spiritualität des Auszugs aus Ägypten. Und deswegen ist die Antwort eine ganz andere. Wir sprechen nicht darüber, dass wir Sklaven waren und aus Ägypten rausgeführt wurden, weil das ist nur ein physischer Aspekt. Der spirituelle Aspekt dahinter ist, dass wir zuerst Götzendiener waren. Zweite Spalte oben mit Chila Ovde Avoda Zara Hayu Avotenu Ve'achshav Kervanu Amakom La'Avodato. Das ist hier wieder aus. Am Anfang waren wir Götzendiener, aber Gott hat uns sich näher gebracht. Er hat Abraham erwählt und Yitzhak und Jakob und er hat uns einen besonderen Weg gezeigt. Und der Auszug aus Ägypten ist ein Teil von dieser großen Geschichte, wie wir aus einer spirituellen Dunkelheit von Götzendienst und schlimmen Kulten, die damals üblich waren, und einer rücksichtslosen Welt langsam an ein Licht gerückt sind, wo andere Werte uns begleiten sollen durch die Geschichte. Nachdem wir diese spirituelle Seite beleuchtet haben, kommt das Lob. Hellblau, Baruch Shomer Avtachatoli Israel, Baruch Hu, gelobt. Sei derjenige, der sein Versprechen an das jüdische Volk hält, gesegnet sei er. Und hier auch der Überblick. Es geht nicht nur um den Auszug aus Ägypten, sondern in allen Generationen hat das jüdische Volk eine Sonderstellung, wird dafür auch schon immer wieder gehasst, aber Gott steht uns in allen Generationen bei, weil unsere Aufgabe ist eine ganz besondere und sie ist unverlässlich. Wir können nicht unablässlich für die Geschichte der gesamten Menschheit. Das war der zweite Gang. Jetzt kommt der dritte. Wieder beginnt es mit einer Frage. Violet, sei ulmant. Geh raus und lerne. Mabikesh Lavan Aramin, lasot Jakob Avinu. Was wollte Lavan unserem Vorvater Jakob antun? Das haben wir vorhin schon beleuchtet. Haben wir vielleicht gemerkt? Das ist eine Frage. Was wollte Lavan unseren Vorvätern antun? Wieder eröffnet die Frage den nächsten Teil. Aber dieses Mal sprechen wir nicht über die physischen Unterschiede, nicht über die spirituelle Note des Auszugs aus Ägypten. Jetzt ist was anderes. Was macht diese Frage? Wir beginnen einzutauchen in eine Tiefe in den Quellen. Wir beginnen sie zu erobern, zu erforschen, zu interpretieren. Ja, Lavan war ein besonderer Bösewicht, steht nicht in der Tora. Man muss es erfassen. Man muss die zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, was da alles dahinter steckt, hinter der Figur Lavan. Und genauso wollen wir den Auszug aus Ägypten nicht einfach oberflächlich verstehen und auch nicht nur die spirituelle Bedeutung, sondern wir wollen in die Tiefe eintauchen, was gibt es zwischen den Zeilen? Welche Nuancen? Was haben wir von diesen Nuancen zu lernen? Was haben sie uns mitzuteilen? Hier kommt, wie man auf Ivrit sagt, der Lamdani-Teil, der Lomdische auf Jiddisch, der lernerische Teil. Wir tauchen ein in die Sätze, in die Quellen und wir erforschen sie bis in die Tiefe. Und das sind die vier Sätze, die wir vorhin gesehen haben, wo jedes einzelne Wort umgedreht wird, um zu erforschen, was dahinter steckt. Das ist die ausführliche Antwort auf diesen Teil. Man kann sagen, das ist die Antwort für den Chacham, für das kluge Kind, welcher eben alles in die Tiefe fassen möchte und hinter die Kulissen schauen und nicht nur die Vordergründe erfassen. So auch erleben wir übrigens die zehn Plagen. Die zehn Plagen werden nicht geschildert, es werden nicht erzählt. Wir haben so viel Schilderung darüber, so viele Kapitel, die sich mit den zehn Plagen in der Tora befassen. All die lassen wir weg. Wir gehen in eine Interpretation rein, wie viele Plagen waren es wirklich? Was haben die zu bedeuten? Was ist am Schilfmeer geschehen gegenüber in Ägypten. Und hier ist eine Tiefe, die wir verstehen müssen. Und das ist Teil von dieser Schilderung. Und auch diese Schilderung endet mit dem Abschluss, nämlich dem Lob an Gott,
Kama ma'alot tovot la'makom aleinu. Wir sind inzwischen oben in der vierten Spalte angelangt. Und da kommt das berühmte Lied Dayenu. Wenn wir es ist bekannt, das Lied Dayenu, aber auf der anderen Seite haben wir vielleicht nie so richtig festgestellt, dass es völlig überraschend ist. Es passt nämlich genau zu diesem Teil. Es ist ein lernerisch-interpretatorisches Lied. Wenn wir nur das eine gekriegt hätten, nicht das andere, das hätte schon gereicht, weil jede Sache und jede Ebene hat uns auf eine neue Stufe gebracht und wir können nur zwischen den Zeilen in der Tora erkennen, dass jedes Mal wieder ein Schritt gemacht wurde und Gott uns wieder emporgehoben hat auf etwas Höheres. Wir sind aus Ägypten gezogen, wir sind durch das Schilfmeer gewandert, wir haben das Mann gekriegt, wir haben Schabbat gekriegt, wir sind zum Berg Sinai gekommen, haben die Tora erhalten, wir sind ins Land Israel gekommen, haben Bet Hamikdash aufgebaut. Jedes Mal ist eine höhere Ebene zustande gekommen und das Ganze ist nirgendwo wie hier dargestellt, denn dieses Lied holt Dinge aus der Tiefe vor, die wir nur mit Interpretation erfassen können. Also hier der Abschluss dieses dritten Teiles. Und dann kommen wir zum vierten Teil und der beginnt links unten in der vierten Spalte, Rabban Gamliel. Was sich hier umgedreht hat, normalerweise beginnen wir mit der Frage. Hier beginnen wir zuerst mit der Schilderung. Und die Schilderung sagt, Rabban Gamliel ja Omer, Rabban Gamliel pflegte zu sagen, Kol shlomar shlosha dvarim ha'elu ba'pesach lo yatza yedei chobato. Ba'elu ein Pesach matza umaro. Zuerst einmal Feststellung. Jeder, der diese drei Dinge nicht erklärt hat, der hat die Pflicht vom Sederabend nicht wirklich erfüllt. Die drei Dinge sind Pesach, Matza und Maror, das Bitterkraut. Pesach ist das Opfer, Matza, das muss nicht erklärt werden, und Maror. Das ist die Feststellung. Und dann kommen die Fragen. Aber auch hier sind wieder Fragen da. Pesach, Al-Shuma. Warum gibt es Pesach? Matza, Al-Shuma. Warum gibt es die Matza? Maror, Al-Shuma. Warum gibt es Maror? Also auch hier wieder zuerst mal Frage, um dann die Schilderung einleiten zu können. Was macht diesen Teil aus? Was ist neu in diesem Teil, was wir vorhin noch nicht gehabt haben? In diesem Teil kommt hinzu, dass wir unsere Sinne mit einbeziehen. Pesach, Matzah, Maror sind Esswaren. Esswaren können wir sehen, wir können sie riechen, wir können sie schmecken, wir können sie fühlen. Wir können, bei der Matzah kann man es auch hören, auch der Nachbar, wenn man Matzah isst. Das heißt, wir können alle unsere Sinne mit einbeziehen und auf sinnliche Art und Weise erleben, wie der Auszug aus Ägypten mit uns mitnimmt in genau diesem Moment. Das ist der vierte Teil. Und deswegen, dieser vierte Teil schließt auch sinnlich, wenn nun zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber an dieser Stelle erneut, dort, wo es wieder hellblau wird, dort kommt das Lob. Lefikach, anachnu chayavim lodot. Deswegen loben und danken wir Gott. An diesem Teil erheben wir das Glas Wein. Auch das Glas Wein ist ein Zeichen dafür, dass wir sinnlich erleben und erfahren sollen, dass wir nun wirklich aus Ägypten ausziehen, dass wir freie Leute sind. Das ist das zweite Glas Wein. Das erste Glas Wein war Kiddusch. Da ist nichts Besonderes dran. Jeder Freitagabend und jeden Yom Tov, an jedem Feiertag haben wir Kiddusch über ein Glas Wein. Aber hier mit dem zweiten Glas Wein machen wir deutlich, wir sind freie Leute, wir sind reich, lassen es uns gut gehen, wir sind nicht mehr versklavt, wir müssen nicht jederzeit bereitstehen, wir können ein zweites Glas trinken, angelehnt, und darauf danken wir Gott dafür, dass wir in diese Situation versetzt wurden und dass wir das erleben mit unseren Sinnen und nicht nur darüber debattieren und erklären und erzählen, sondern es uns in uns aufnehmen, in unseren Körper mit Matzah, mit Maror, mit dem Wein. Und damit schließt sich dieser Teil ab. Und deswegen haben wir hier eigentlich einen klaren Aufbau. Wir haben vier Abläufe, bei denen jedem zuerst mal eine Frage zugrunde liegt oder mehrere Fragen, eine Schilderung als Antwort und eine Danksagung, ein Lob an Gott. Der erste Ablauf, da ging es um die physische Geschichte des Auszugs aus Ägypten und die physischen Veränderungen, die daraus resultieren. Bei der zweiten Schilderung ging es um den spirituellen Aspekt, die spirituellen Fragen, die zu den spirituellen Bedeutungen des Auszugs geführt haben.
Die dritte geht in die Tiefe, die Interpretation, die Einzelheiten, die deutlich werden anhand von den einzelnen Aspekten. Und die vierte, der vierte Teil, wo wir das Ganze mit unseren Sinnen erfassen und unseren ganzen Körper teilhaben lassen an dem Erlebnis des Auszugs aus Ägypten. Und damit ist hoffentlich klar und deutlich geworden, wie die Haggadah aufgebaut ist, dass hier sehr viel Logik dahinter steckt, dass es einen klaren Abhandlung gibt, die uns auf verschiedene Arten und Weisen heranführen an die Bedeutung und die Tiefe des Auszugs aus Ägypten. Haben Sie Fragen? Sagen Sie bitte nochmal dritte Aspekt, also erste physisch, zweite spirituell, dritte war interpretatorisch, das heißt in die Tiefe geforscht. Danke. Gerne. Wenn keine Fragen sind, entweder es war sehr klar oder es ist so unklar, dass es zuerst verarbeitet werden muss, dann haben Sie noch nächste Woche Zeit, die Fragen nachzuholen und zu stellen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen an dieser Stelle eine gute Woche, nur Gesundheit und gute Nachrichten von überall her. Und dass wir uns nächste Woche hier wieder treffen. Die Trilogie wird dann zu ihrem Ende kommen. Wir werden den letzten Teil der Haggadah uns genauer anschauen und die tiefere Bedeutung davon. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wieder treffen werden. Es ist zwei Abende vor dem Sederabend, ein Abend, bevor wir Bdikat Chametz durchführen. Ich hoffe, Sie werden da trotzdem die Zeit finden, zu lernen und weiter zu forschen. Dankeschön, das war sehr interessant. Sehr gerne, danke. Wir bedanken uns auch. Ich habe mir besonders die Sache mit dem Lavan gemerkt. Das ist mal ganz neue Aspekte. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute und eine schöne Woche. Shavua Tov. Shavua Tov.